und panierte Schnitzel. Innen saftig und außen knusprig. Der absolute Klassiker ist natürlich das berühmte Wiener Schnitzel. Ja, und das ist ein Rezept, das zur optimalen Perfektion entwickelt worden ist. Da kann man eigentlich nichts verbessern. Aber man kann natürlich vieles beachten, damit es wirklich gelingt. Ja, und das zeigen wir Ihnen jetzt und weiterhin noch eine ganze Reihe witziger, pfiffiger Variationen. Seien Sie gespannt und kommen Sie mit. Come on, come on. Good food. Jetzt fangen wir mal mit dem Wiener Schnitzel an und dann schauen wir, ob wir das optimal hinkriegen. Ich habe hier zwei Scheiben von der Oberschale vom Kalb. Die sind vom Metzger bereits sehr schön geputzt. Sie sehen hier am Rand ist alles Fett und vor allem die Sehne, die hier verläuft, so ein Sehnendeckel, der ist abgeschnitten bis auf diesen kleinen Rest. Wenn der nicht abgeschnitten ist, dann müssen Sie sich nicht eine große Mühe geben und das einzeln hier ganz vorsichtig ablösen, sondern Sie schneiden nur den Rand hier so etwas ein, dann kann sich die Sehne beim Erhitzen nicht zusammenziehen und das ganze Schnitzel aufbiegen. Jetzt ist es wichtig, dass der Schnitzel dünn ist. Dieses ist hier etwa einen knappen Zentimeter dick geschnitten und da brauche ich nur mit einem glatten, schweren Gegenstand so ein bisschen das Austreiben. Oder ich kann auch ein Messer nehmen, ein größeres Messer, und drücke und so wird es immer ein bisschen größer. Wenn das Schnitzel aber dicker sein sollte, dann muss man ein bisschen anders verfahren. Dann legt man das hier so zwischen zwei solche oder einen Bogen, den man rüberklappt, Klarsichtfolie und kann richtig draufhauen. Und wenn Sie am Sonntag in Wien durch die Straße gehen, dann hören Sie aus jeder zweiten Wohnung so ein Geklopfen. Und dann weiß man, dass es da was Gutes zu essen gibt. Ja. Ich mache dir schon mal den Herd an und gebe das Fett in die Pfanne. Wir nehmen Schmalz und hier habe ich Butterschmalz, weil da habe ich dann auch gleichzeitig den guten Geschmack. Das lässt sich so erhitzen wie ein wie Öl, also richtig heiß wird. Und das andere. Das ist jetzt ein Schweineschmalz. Genau, dann machen wir eine Mischung. Und das ist von den alten Rassen, hat man völlig vergessen. Und enthält auch diese wunderbaren, immer wieder hochgelobten Omega-3-Fettsäuren. So, hier habe ich Mehl. Das wird jetzt gewürzt mit etwas Muskat, mit Pfeffer und mit einer Prise Salz. Eine Prise ist das, was man zwischen die Zeigefinger, Ringfinger und Daumen nehmen kann. Also mit den Fingern. Natürlich mit sauberen Fingern. Es wird ja immer gesagt, es wäre so unhygienisch, mit den Händen zu arbeiten. Es ist überhaupt nicht unhygienisch, wenn man sich zwischendurch immer wieder die Hände wäscht. Aber wenn man mit den Fingern salzt, dann hat man das Salz im Griff, buchstäblich, und nimmt nicht zu viel. Und jetzt wird das Schnitzel zunächst in Mehl getaucht, auf beiden Seiten, sodass es ein bisschen Mehl annimmt, überall. Halt, hier habe ich noch nicht ganz. Das ist immer mit so einem großen Stück gar nicht so einfach. Und dann, ganz wichtig, jetzt nicht gleich ins Ei, sondern erstmal so schön rütteln, damit alles, was überflüssig ist und wir nicht brauchen, abfällt. Und dann ziehen wir es jetzt durch das Ei. Einmal so rum und einmal so rum. Halt, jetzt müssen wir aufpassen auf die Temperatur, weil die Temperatur ist ganz wichtig. Sie darf nicht zu hoch sein, weil dann verbrennt es außen und innen ist das Fleisch noch nicht gar. Sie darf aber auch nicht zu niedrig sein, weil dann natürlich das schmierig und gar nicht mehr knusprig werden kann. So, und jetzt habe ich hier Semmelbrösel, ganz normale Semmelbrösel. Die kann man fertig kaufen oder sich aus Brotresten selber im Zacker machen oder Mixer machen. Und jetzt? Das wollte ich noch schnell zeigen. Wenn man einen Brotkrümel hier reinschmeißt, und dann sieht man genau, das ist eine perfekte Reaktion. Dieses, jetzt kommt es. Ja, das holen wir gleich wieder raus. Entschuldigung. Ich hab's jetzt können wir es reinlegen, schwenken und rütteln. Und das ist das Entscheidende hier. Immer mit dem Fett so ein bisschen über das Schnitzel schwappen. So, und jetzt kommt das zweite dazu. Ein bisschen hier rüber. Jawohl. So. Und jetzt darfst du schwenken, dann zeige ich nämlich meine Variante. Denn ich habe hier
ein ganz was anderes. Man kann ja auch mit Fleisch spielen. Also wir haben gehört, wir können es aus Kalbfleisch machen. Man kann Schweinefleisch nehmen, da würde man die gleichen Stücke nehmen. Und wir haben hier Reh. Warum nicht ein Wiener Schnitzel oder ein paniertes Schnitzel vom Reh? Ich habe die ausgelöste Oberschale aus der Keule. Und das Reh liebt natürlich Walddüfte. Und jetzt würzen wir es mit Fichtennadeln. Die zupfe ich mir vom Zweig. Und das wird dann ganz fein gehackt. Und das streue ich dann nachher unter die Brösel. Das gibt in der Hülle einen schönen Duft und eine schöne Farbe auch. Und diese Fichtennadeln oder Tannennadeln, die reißen wir nicht einfach von irgendeinem Baum, sondern jetzt im Winter, wenn man im Wald spazieren geht, da sind entweder Waldarbeiten oder der Sturm hat was umgelegt. Dieses hier ist eine Tanne, Weißtanne. Die ist oben dunkelgrün und unten hell. Und diese Nadeln sind flach und diese Nadeln sind rund von der Fichte. Wenn Sie aber etwas finden, was dunkelgrüne Nadeln hat, die oben und unten dunkelgrün sind und nur zur Seite rausgehen, dann lassen Sie das bitte stehen, denn das wäre eine Eibe und die ist giftig. Noch ein bisschen rütteln. Ich glaube, das eine könntest du schon wenden. Das erste dürfte schon fast zu weit sein. Also diese Nadeln müssen natürlich ganz fein gehackt werden, damit sie sich sozusagen nur als Gewürz unterordnen. Zu dem Schnitzel muss ich noch eins zeigen, weil diese Keule ist natürlich wesentlich kleiner und deswegen haben wir entweder sehr kleine Schnitzel oder wir machen diesen wunderbaren Trick des sogenannten Schmetterling-Schnitz. Also ich habe jetzt hier die schöne Schnittfläche. Den Schnitt setze ich so, dass er nicht ganz durchreicht. Also am unteren Ende bleibt das Schnitzel noch zusammen. Dann klappe ich das hier um, nehme im gleichen Abstand da jetzt den ganzen Schnitt. Dann klappe ich das auseinander, streiche es mit der Messerklinge auseinander, nehme mir auch wieder so ein Stückchen Folie. Dann kann man nämlich besser mit diesem Fleischklopfer arbeiten. Und schon haben wir ein Schnitzel, das doppelt so groß ist. Wunderbar. Das würze ich jetzt mit Pfeffer. Mit Salz natürlich. Man darf nie vergessen, unter dieser Hülle muss das Fleisch natürlich gewürzt werden, sonst ist es ein bisschen arg langweilig. Dann kommt hier ein bisschen Salz. Ich nehme dieses grobe Salz, ein bisschen Fleur de Sel. Dann habe ich hier das verquirlte Ei, wie Moritz auch. Also das ist der normale Klassiker. Kannst du mir hier ein bisschen Dings? Und jetzt nehme ich kein normales Mehl, sondern ich nehme Buchweizenmehl. Das hat nochmal einen schönen bäuerlichen Geschmack und dadurch kriegt unser Reh nochmal ein schönes Aroma. Jetzt gebe ich auf die Schnitzelchen noch ein bisschen fein gehackten Thymian. Und meine fein gehackten Fichtennadeln, die kommen in die dritte Schüssel, mit dem ich die Brösel vermischen kann. Und dafür habe ich Vollkornbrot, einfach trockenes Vollkornbrot im Mixer fein zerkleinert. Und das schütte ich hier drüber. Das ist ein bisschen dunkler. Und das vermische ich jetzt mit dem Fichtengehäcksel. Und jetzt habe ich hier meine Straße. Ei ist vollkommen klar, weil das Ei ist ja immer für die Bindung nötig. Und das ziehen wir jetzt einfach alles durch. Erst durchs Mehl, dann durchs Ei. Bist du so lieb und holst mir eine Pfanne? Und jetzt legen wir das hier in die Brösel. Und das sieht doch entzückend aus mit diesen kleinen Fichtenstückchen. Auch hier nehmen wir wieder eine Mischung von Schweineschmalz und Butterschmalz. Das hat sich sehr bewährt, macht es sehr herzhaft. Und das ist ja ein sehr herzhaftes Gericht. Und die Schnitzelchen dann wieder ins aufrauschende Fett. Und immer wieder schütteln und auf die Temperatur achten. So, meine Schnitzel sind jetzt fertig. Und auf den Teller gleich. Und dann kann man natürlich servieren. Aber ich nehme auch erstmal meine Rehschnitzel. Dafür habe ich auch einen Teller. Mache das gleich hier aus. Und das richten wir jetzt an. Mit den nötigen Beilagen. Weil ein Schnitzel allein, das ist ja nur die halbe Miete.
Rotkohl, der hinterlässt seine Spuren. Hier auch auf der Hand, weil ich habe ihn nicht nur fein gehobelt, sondern mit Salz bestreut und ganz, ganz kräftig durchgeknetet wie Knetmasse. Und dann hat man natürlich eine blaue Hand, aber das geht wieder weg, keine Angst, vor allen Dingen mit Zitronensaft. Noch mal kurz abspülen, gut abtropfen und dann kann man daraus einen köstlichen Salat machen. Ja, ich mache einen Kartoffelsalat. Ich möchte noch mal ganz schnell zeigen, dazu brauche ich nämlich Gewürze. Mhm. Und zwar sind das Wacholderbeeren, Pimentbeeren und Pfefferkörner. Und die müssen frisch gemörsert werden. Sehr gut. Und ich mache einen Kartoffelsalat, das ist ganz klar, weil ein Wiener Schnitzel ohne Kartoffelsalat ist eigentlich kein Wiener Schnitzel. Ein Erdäpfelsalat. Ein Erdäpfelsalat. Und ich mache sogar einen Erdäpfel-Gurkensalat. Also das muss gar nicht so fein sein, meine Gewürze. Auf die kann man ruhig beißen, weil gerade dieser Wacholder-Geschmack passt sehr gut zu dem Rotkohl. Das kommt jetzt hier auch obendrauf. Dann kommt hinein ein bisschen Senf. Da habe ich so einen fruchtigen Senf. Dann brauche ich auch ein Schüsschen Olivenöl, nicht viel. Und natürlich einen ordentlichen Essig. Und jetzt passiert was sehr Witziges. Wenn ich nämlich mit dem Essig hier komme, dann färbt sich das pink. Ich mische es mal durch, dann sieht man es besser. Und ich habe hier jetzt etwas wilden Essig genommen und den mit Senf verrührt. Das muss man machen, sonst hat man nachher kleine Senfinseln. Und das ist nicht schön. Jetzt wird hier gesalzen. Ich habe eine Kartoffel noch nicht geschnitten, das muss ich noch machen. Und zwar sind die Kartoffeln gekocht und jetzt eben lauwarm geworden, haben also schon ein bisschen abgebunden, damit sie sich nicht vollkommen auflösen. Aber ein bisschen auflösen dürfen sie sich natürlich schon. Pfeffer. Denn diese Stärke von den Kartoffeln, die jetzt abgelöst wird, gibt der Soße Bindung. Und das muss bei einem österreichischen bzw. süddeutschen Kartoffelsalat sein. Nein, habe ich hier Fleur de Sel dran getan. Wo ist denn der Pfeffer? Den habe ich dir gerade aufgefüllt. So nah neben mir, das sehe ich ihn gar nicht. Ich habe hier schon ein bisschen Zwiebel da reingeschnitten. Okay. Und zwar ganz fein. Man kann auch die Zwiebel reiben. Oder ganz drauf verzichten. Es gibt Leute, die mögen keine Zwiebeln und Kartoffelsalat, was ich persönlich nicht verstehen kann. Weil das ist ja. Jetzt kommt die Senf-Essigmischung drüber und dann hobel ich die Gurke rauf. So, Senf ist hier drin, bisschen Essig, bisschen Öl, Salz und Pfeffer, mehr braucht man nicht. Und jetzt noch Schnittlauch. Und das schön durchmischen. Und jetzt sieht man hier diese wunderbare Farbveränderung, weil nämlich der Essig bewirkt, dass der Rotkohl rosa wird. Mmh, super. Ich wende die Sache um. Und jetzt sehen Sie, dass dieser Salat viel zu trocken ist. Da kann ich dir helfen. Abhilfe. Jawohl. Es steht bei uns immer ein Suppentopf auf dem Herd. Mhm. Wo alle Gemüse- und Fleischabschnitte so schön reinkommen. Zwei Pfefferbeeren sind auch mit reingekommen. Genau. Und dann kommt noch ganz zum Schluss ein bisschen Petersilie dazu. Sie können natürlich auch Dill nehmen, wenn Sie das mögen. Oder Estragon. So, jetzt fängt er ein bisschen an zu schmatzen. Und jetzt gibt es noch einen guten Schuss Öl, aber nicht wirklich viel. Das ist für den süddeutsch-österreichischen Kartoffelsalat charakteristisch. Es gibt sogar Leute, die machen den Salat absolut ohne Öl an. Und wenn er jetzt noch 2 Minuten zieht, dann geben die Gurken auch noch ein bisschen Wasser ab durch das Salz. Und dann hat er genau die richtige Konsistenz. Dann haben wir hier jetzt den Salat vom Rotkraut zu unserem Waldduft-Rehschnitzel. Und natürlich ein Kartoffelsalat. Das sieht auch sehr schön aus. Und dann verrätst du uns noch, was es zu trinken gibt. Ja. Und da hast du einen grünen Veltliner zum Schnitzel. Und zum Rehschnitzel habe ich einen Spätburgunder. Und zwar einen Spätburgunder, der im Holzfass ausgebaut worden ist, aus Württemberg. Gut. Jetzt muss ich doch mal das Reh probieren. Und dann will ich natürlich jetzt sehen, wie das Wiener Schnitzel gelungen ist. Also wir schneiden ein Eck ab. Oh, der kuschelt doch schön. Ich liebe das, weil gerade die Gurken machen das so schön saftig. Ja, und knackig. Mhm. Perfekt. Du bist verliebt in mich. So? Ja, ein bisschen salzig. Das ist gut. Das ist gut.
Und jetzt geht's weiter mit anderem Fleisch und anderen Panierungen. Nicht Panade. Wissen Sie, was eine Panade ist? Das ist eine Art Brei, ein Teigel aus Mehl und Fett, mit dem man Soßen bindet. Das ist ja, oder Pasteten. Ja. Sag mal, gibst du mir mal den Klopfer? Ich will ja hier dieses Kaninchenfilet. Ich habe auch ein Papier für dich, eine Folie für eine dich. Folie, damit das ist gut. Damit du das drüberlegen kannst. Also, du hast jetzt Kaninchenfleisch. Ja. Und zwar den Rücken. Und der Kaninchenrücken ist ja sehr lang und sehr schmal. Und damit er größer wird, wird er so und so rum eingeschnitten. Und dann kann man das jetzt ausklopfen. Ich habe hier die Oberschale von einem Lamm und hier mache ich jetzt wieder den berühmten Schmetterlingsschnitt. Und jetzt sehe ich hier so eine hässliche Sehne. Und das ist in einem panierten Schnitzel was ganz Unangenehmes. Das will ja niemand. Also das einfach rausschneiden, das ist ja kein Problem. Das Schnitzel ist dann halt ein bisschen kleiner und das kommt wieder in den Suppentopf. Und so wird es dann genutzt. Hier hast du den Klopfer. Danke dir. So, und schon haben wir zwei wunderbare, schöne Schnitzel. Hier wieder eine kleine Sehne, die rausgehört. Gewürzt wird, das ist immer ganz wichtig, das Fleisch muss, bevor es in die Hülle kommt, auch gewürzt werden. Sonst schmeckt es wirklich so fad, es ist eine traurig drum. Da kann die Hülle so gut gewürzt sein, wie sie mag, das nützt alleine nichts. Und ich würze hier mit Boxhornklee, den müssen Sie gemahlen kaufen. Den kriegt man selber zu Hause kaum klein. Das wird so ein bisschen verteilt. Und dann kommt was ganz Besonderes. Ich habe hier getrocknete, frittierte Gemüsestückchen. Das ist Möhre, Süßkartoffel und rote Beete. Und die kommt jetzt in so einen Mixbecher. Und dann wird es ein bisschen klein gemixt und kann als Brösel dienen. Ich wende meine Lammkoteletts in einem Mehl aus gelben Linsen. So. Dann kommt wieder das Bad im verquirlten Ei. Und ich wälze mein Lammschnitzel dann in grob gehackten Haselnüssen. Und wenn du das machst, kann ich aber hier mal ein bisschen Lärm machen. Ja. Nur immer so kurz laufen lassen. Es sollen ja noch Stückchen vorhanden bleiben. Soll kein Mehl werden. Ja, und dann bin ich fertig. Hat genau so eine schöne, krümelige Struktur. Und da kann ich das nachher drin wenden. Und ich kann mein paniertes Haselnussschnitzel, das kommt jetzt ins heiße Fett. Ich habe Butterschmalz genommen und es muss jetzt langsam braten. Und auch hier sehr, sehr gut aufpassen, dass die Nüsse uns nicht verbrennen, aber das Fleisch trotzdem gar wird. Jetzt werde ich meine Schnitzelchen noch ein bisschen pfeffern. Hier ist es mir gelungen, ein größeres zu machen. Und die anderen sind eben kleiner. Und dann noch ein kleines bisschen Muskat. Nur einen Hauch. Und Salz. So, dann kommt auch hier wieder die Prozedur, wie vorhin gehabt, in Mehl wenden. Das ist immer das Wichtige beim Schnitzel, egal was drin ist und egal was für eine Hülle Sie haben. Nicht einfach in die Pfanne legen und braten lassen, sondern in einem fingerhoch mit Öl oder Fett gefüllten Pfanne immer bewegen, immer schwenken. Und dabei schwappt das heiße Fett über die Schnitzel drüber und sorgt nun dafür, dass eben diese wunderbare Hülle entsteht. Das sieht ja witzig aus, deine bunten Brösel. Sehr schön, finde ich auch. So, das sieht doch alles wunderbar aus. Und ist im Nu fertig. Schauen Sie mal, wie das schön aussieht. Ich habe natürlich noch eine schöne Beilage mir ausgedacht. Und zwar gibt es zu meinem Haselnussknusper und dem Lamm gibt es einen Salat von Stangensellerie mit den Blättern. Erst die Stiele schön fein schneiden und dann die Blätter drunter und sonst nichts weiter als ein bisschen Olivenöl, ein schöner Essig, Salz und Pfeffer. Und du? Ja, das ist geraffelter Knollensellerie und den Knollensellerie, den habe ich jetzt nur mit ein bisschen Salz durchgeknetet, damit er so ein bisschen weich wird. Ist genau wie beim Kohl. Genau. Und jetzt kommt eben hier etwas selbstgemachte Mayonnaise dran. Und dann ist die Sache schon erledigt. Reicht dir das oder möchtest du noch ein bisschen Pfeffer? Nein, das ist genug von der Mayonnaise. Die ist sehr gut gewürzt.
Also, dann will ich aber auch wissen, wie das schmeckt hier, dein Karnickel. Das ist ein ganz zartes Fleisch. Mhm. Ein bisschen Salat hätte ich gerne dazu. Mhm. Bist du zufrieden? Mhm. Mhm. Und deins? Mhm. Sieht auch schön aus. Sehr gut. Schön rosa. Sehr gut. Also Sie sehen, man kann richtig spielen mit allen möglichen verschiedenen Zutaten. Und man hat jedes Mal ein wunderbares, sehr, sehr interessantes Ergebnis. Ja, dann auf ein neues. Okay. Ich habe hier einen Huhn, also ein kleines, schönes Brathühnchen. Und in Österreich gilt ja bei den panierten Sachen vor allen Dingen das Huhn als das größte aller Glücke. Denn ein Backhuhn, also ein in goldene Panier gehülltes Huhn, das ist überhaupt das Allerschönste. Ja, und aber dafür, das macht man dann in der Fritteuse oder in dem... Weil man die großen Stücke hat, ja, oder eben in einer tiefen Pfanne mit ordentlich Öl. Ha, gut. So, also wir machen auf als allererstes mal die Haut ab. Und die Haut ist natürlich kein Abfall. Entweder man kocht sie im Suppentopf aus oder man schneidet sie in kleine Würfel und macht diese herrlichen, knusprigen Flöckchen in der Pfanne draus. Also einen eigenen Fett. Die kann man sich dann über einen Salat streuen. Und ich schneide die jetzt mal hier. Genau, also Haut runter und dann das Huhn zerlegen. Und da scheuen sich ja immer viele Menschen davor und deswegen zeige ich mal eben schnell, wie es geht. Hier ist noch ein Stückchen Haut, das schneide ich gleich weg. Man nimmt hier diesen Schenkel, klappt ihn weg vom Körper, dabei löst sich bereits das Gelenk. Und dann schneiden wir einfach hier oberhalb des Hüftknochen, schneiden wir rein und dann an der anderen Seite auch. Und schon haben wir also hier zwei Teile, nämlich den Ober- und den Unterschenkel. Der Unterschenkel ist ja für viele das beliebteste. Und der Oberschenkel, der hat ja verschiedene Teile, die sich hier um diesen Knochen schmiegen. Und wenn man jetzt einfach den Knochen entlang schneidet, dann hat man einmal rausziehen, ein wunderbares Schnitzel, sage ich einfach. Wunderbar. Und das Gleiche machen wir natürlich mit dem anderen Schenkel. Und dann kommt der Flügel. Da schneiden wir mit ein bisschen von der Brust hier vorne dieses Eck ab. Und dann drehen wir das auch wieder aus dem Gelenk, schneiden einmal durch. Und da ist ein bisschen im Weg diese Flügelspitze. Und die klappen wir nur einfach hoch und schneiden sie runter. Und das kommt wieder in den Suppentopf. Aus dem Flügel und aus der Keule brauchen wir den Knochen nicht zu entfernen, weil das schmeckt ja auch gut, wenn man es dann von abnagen kann. Das panieren wir einfach wie ein Backhuhn. Und jetzt kommen wir an die Brust, die wir auch hier einfach vom Knochen lösen. Und die Brust besteht ja eigentlich aus zwei Teilen. Das innere Filet, das ist dieses Teil, das löst sich fast von alleine. Und das schneiden wir jetzt einfach hier raus. Und schon haben wir hier ein wunderbares Schnitzel. Und da haben wir das andere, dickere Brustteil. Das können wir jetzt noch einmal mit einem großen Messer durchschneiden, damit es nicht zu dick ist. So, jetzt haben wir schon mal vier Schnitzel, wenn man so will. Und wir haben diese beiden Teile mit dem Knochen. Und das Gleiche passiert natürlich jetzt mit der anderen Hälfte auch. Und nun können wir jetzt nach Herzenslust panieren. Und zwar ganz unterschiedlich. Also in jedem Fall brauchen wir Würze. Da haben wir ja gelernt, dass das in der Panierung allein nicht genügt. Dann werden sie in Mehl gewendet. Und da können wir natürlich jetzt auch wieder spielen und können die verschiedenen Mehle nehmen, dass, ob das jetzt der Linsenmehl oder Kichererbsenmehl ist oder was man eben da gerade sich vorbereitet hat. Dann brauchen wir das verquirlte Ei, das ist ja immer unerlässlich. So. Und ich mache jetzt hier erstmal eine Geschichte, da wende ich das in Parmesan, in geriebenem Parmesan und gebe noch ein bisschen Thymian dazu. Mhm. So. Na ja. Das kann man ja ein heißes Fett, ja, sei so nett. Dann kann ich das nächste, Moment, erstmal wieder die Hände sauber machen. Das nächste panieren, wieder erstmal in Mehl natürlich. Wieder durchs Ei ziehen. Und jetzt habe ich hier vorbereitet die wunderbaren Nüsse. Die sind hier drüben. Da gehen wir hier rum. Und da haben wir nämlich, da mache ich jetzt ein paar Rosmarinnadeln fein gehackt rein. Gehackte
Mandeln und Haselnüsse habe ich jetzt hier gemischt. Du meinst, ich soll das da rein tun? Ah, nein. Nein, nein, ich wollte jetzt doch die große Pfanne. Du hast ja so viele Teile. Und nachher nehmen wir eben von diesem Fett noch was dazu. Dann habe ich hier noch mal so ein Brustschnitzel. Das wird wieder in Mehl gewendet. Und jetzt nehmen wir die Salzletten. Das ist nämlich auch eine ganz witzige Geschichte. Also diese Salzstängelchen oder Salzbrezeln. Die gibst du mir die Schüssel mal rum. Dann brauche ich damit nicht durch die Gegend zu laufen. Dankeschön. So, das sieht sehr schön aus. Jetzt ist das Öl, das ist kein Öl, ne? Das Butterschmalz hast Butterschmalz du genommen. Butterschmalz und ein bisschen Schweineschmalz habe ich wieder genommen. Man kann das natürlich auch mit Öl machen. Es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Panier man genommen hat. Genau. Ich habe übrigens diese unterschiedlichen Panieren, kann man natürlich auch mit unterschiedlichem Fleisch machen. Ganz wie man es will. Jetzt zeige ich noch schnell hier die Keulen, also diese Knochenteile, weil bei denen geht es ganz genauso gleich. Also erstmal im Mehl, dann im Ei, dann im normalen Paniermehl. Ja. Wenn das nicht schön aussieht, dann weiß ich ja auch nicht. Und ich mache im Übrigen noch eine kleine Soße oder Dip, so ein Zwischending dazu. Das ist hier Frischkäse mit Joghurt vermischt, also 2/3 Frischkäse, 1/3 Joghurt. Dann habe ich Kräuter rein, in diesem Fall Schnittlauch und Petersilie, fein gehackt. Es wird gepfeffert, gesalzen. Und dann kann man eben abschmecken, je nachdem, wie man es gerne mag. Wir nehmen sehr gerne Zitronensaft. Und bei den Kruspeln, da muss man einfach darauf achten, dass sie nicht verbrennen. Und erst wenn sie rundherum schön knusprig geworden sind, dann gießen wir sie durch den Sieb ab. Also richtig schön Zitronensaft dran und dann natürlich Pfeffer und wir nehmen ein bisschen Paprika oder eine kleine Prise Chilipulver. Da kommt Schmackes in die Bude. Aber auch ein toller Duft. So, das ist schon mal Chili fertig. Chili isst man ja nicht nur wegen der Schärfe, jedenfalls wir tun das nicht, sondern auch wegen des ungeheuren aromatischen und tropischen Geschmacks, den die mitbringen. Dann können wir nämlich diese kleineren Teile, die kann man schon mal rausnehmen. Man muss darauf achten, Stücke, die mit den Knochen sind, die brauchen natürlich länger, weil da muss die Hitze ja bis auf den Knochen durchreichen. Und die Bruststücke, die ohnehin schneller fertig sind, muss man vorher rausholen. Das ist das mit den Haselnüssen und den Mandeln. Und hierzu würde ich jetzt einen Wein ausschenken. Ich habe ausgesucht einen Chardonnay. So, was für eine schöne Hühnerkeule. Und das sind die Flügel. So, und dieser Wein, der kommt aus dem Markgräfler Land diesmal. Das ist wirklich ein besonderer Leckerbissen. Das ist für den Koch oder die Köchin. Sehr gut. Herrlich. Ja, und das können wir jetzt servieren mit ein bisschen von unserem Quarkcreme. Genau, also ich nenne es Frischkäsecreme natürlich. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's schon wieder mal für heute. Tschüss. Tschüss.